Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Debatte über Bruch der Ampelkoalition im Bundestag. Die Opposition fordert, dass Bundeskanzler Scholz schnellstmöglich die Vertrauensfrage stellt, um so den Weg für Neuwahlen freizumachen. Scholz selbst nahm an der Sitzung nicht teil, weil er beim EU-Gipfel in Ungarn ist. Habeck will Kanzlerkandidatur für die Grünen erklären. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will der Wirtschaftsminister das im Laufe des Tages bekannt geben. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 hatte Habeck zugunsten von Annalena Baerbock verzichtet. EU-Staaten beraten über Wirtschaftspolitik. Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Ungarn geht es heute um die wirtschaftliche Zukunft. Diskutiert wird, wie die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gegenüber der Konkurrenz aus China und den USA gestärkt werden kann. Rente soll um 3,5% steigen. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts hervor. Wie stark die Rente 2025 dann tatsächlich steigt, legt das Bundeskabinett erst im Frühjahr fest. Im laufenden Jahr waren die Altersbezüge um 4,57% angehoben worden. Ausschreitungen in Amsterdam. Nach dem Europa-League-Spiel von Maccabi Tel Aviv gegen Ajax Amsterdam kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Laut Polizei gab es 5 Verletzte. 62 Menschen wurden festgenommen. Offenbar gingen die Angriffe von pro-palästinensischen Tätern aus. Israels Präsident Herzog sprach von einem antisemitischen Pogrom. Das Wetter: vielerorts trüb durch Nebel oder Hochnebel, örtlich Nieselregen. Im höheren Bergland sowie in den Mittelgebirgen regional Sonnenschein. 4 bis 14 Grad.